Moin Moin und damit willkommen zu einem Jahresrückblick. Das Jahr 2017 ist jetzt fast vorbei und ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal bei euch bedanken, dass ihr so sehr mitfiebert, dass ihr so sehr viel Feedback gebt und das meistens sehr positiv. Ich freue mich natürlich auch über negative Kritik, wenn sie denn ja ordentlich formuliert ist, wenn es Verbesserungsvorschläge oder sowas gibt. Aber ansonsten, die meisten von euch sind ja sehr zufrieden mit dem, was wir so machen, was wir euch so präsentieren, das sehe ich am, ja, wie gesagt, am Feedback und auch an den Abonnentenzahlen. Die sind ja sehr durch die Decke gegangen, muss ich sagen. Und wie gesagt, da noch einmal ein herzliches Danke an euch. Ich freue mich, wenn ich euch Anreize geben kann, wenn ich euch unterstütze, vielleicht mit meinen Tutorials, die ich dann mache zum Online-Pen and Paper. Oder ob ihr euch einfach nur die Runden anseht, ob ihr euch die Rezensionen zu Büchern anschaut oder die Interviews, beziehungsweise das Interview. Ich hoffe, da folgen noch ein paar. An dieser Stelle wollte ich mich einfach nur mal bei euch bedanken. Ja, was ist 2017 passiert? Wir haben endlich mal Splittermond gespielt, eines der Systeme, das ich unglaublich feiere. Ich hoffe, da kommt im nächsten Jahr auch noch mehr. Da auch ein herzliches Dank an Olsberg, der das dann für uns einmal geleitet hat. Hat ein bisschen länger gedauert. Wir wollten das eigentlich schon im Sommer spielen. Das ist dann allerdings aus verschiedenen Gründen nichts geworden. Wir haben das ein bisschen nach hinten geschoben, aber ja, Hauptsache, ich freue mich, dass es dann geklappt hat. Ja, Rezension. Ich habe eine ganze Menge Rezension dann noch gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Und ja, da muss ich natürlich immer so ein bisschen lesen, je nachdem wie klein oder groß das Heft ist oder das Buch, dauert das ein bisschen und dann natürlich auch noch der Videoschnitt, mein Sprechen, wie ich das dann da alles zusammenfasse, das dauert alles ein bisschen, aber da sind so ein paar Rezensionen zu den neuesten Publikationen schon gekommen und ich hoffe, da kommen auch noch mehr. Das Feedback von euch dahingehend war ja auch sehr gut, so dass es euch gefällt. Und dann mache ich gerne auch mehr. Ja, ansonsten Livestream. Ich freue mich sehr, dass die Livestreams von mir so gut angenommen werden, dass wir uns da gemeinsam hinsetzen. Ihr euch auch sehr aktiv am Chat beteiligt. Das bringt mir natürlich auch sehr viel. Wenn viele Kommentare kommen, wird der Channel von anderen auch entdeckt. Ich weiß nicht, der Suchalgorithmus dahingehend ist ja so, dass viele Kommentare und viele Daumen hoch dem Kanal helfen. Ich habe mich damit nicht weiter befasst, aber das sieht man dann auch immer als großes Peak. Wenn ich einen Livestream hatte, dass dann 100 Kommentare mehr da sind, freue ich mich auch immer sehr drüber, dass ihr da auch so mitmacht. Dass ja, ich hoffe, da kommen auch noch weitere Livestreams. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt auch noch ein paar Themen in unserem Forum und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, dann können wir die auch noch weiter besprechen. Ja, mal sehen, welche Gäste wir uns da noch so einladen. Aber ich freue mich, dass ihr da immer mitmacht, denn ohne euch, ohne euer Input, ohne eure Kommentare macht das ja auch wenig Sinn, dass ich da so einen Livestream anbiete. Dann könnten wir das nämlich sonst auch ja einfach als Schnittfassung irgendwann hochladen, nachdem wir uns da unterhalten haben, dann ist das mehr so eine Art Podcast, aber ich will ja auch, dass die Livestreams, dass ihr da mitmacht, dass ihr auch neue Anregungen uns gebt, auf die wir dann eingehen können. Und ja, müssen wir mal schauen, ob ihr dahingehend noch irgendwelche anderen Ideen habt, ob man da noch irgendwas anderes haben möchte. Ja, wir hatten bisher ein Interview mit den Schöpfern von Malmsturm, beziehungsweise der Dominik Pilarski, der mir das ja dann angeboten hat und das organisiert hat. Dann noch zusammen mit Werner und Björn. Der ist ja auch so ein bisschen das Gesicht der Fade-Szene, möchte ich sagen. Also der macht ja nicht nur Malmsturm, sondern noch eine ganze Menge mehr. Und ich hoffe, ich kann noch ein paar neue Leute heranziehen für Interviews rund um Pen and Paper in dem Bereich. Also wenn euch da irgendjemand einfällt, von dem ihr mal so ein paar Hintergrundsachen wissen wolltet und ich soll mir den mal schnappen, dann könnt ihr mir natürlich auch immer ein paar Vorschläge liefern. Ich greife da dann auch sehr gerne drauf zurück. Schreibt dann die Leute an. Ihr könnt natürlich auch gleich Fragen dann dazu stellen, wenn euch da irgendwas gesondert interessiert. Ja, und ansonsten, was haben wir noch gemacht 2017? Cthulhu habe ich ja auch schon im letzten Jahr erzählt, 2016.
Aber in diesem Jahr habe ich eine Kooperation mit Michael Jägers gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele sich das von euch angesehen haben, aber zeitgleich wurde auch auf Michaels Blogbeitrag das Ganze veröffentlicht in Podcast-Form. Wenn ihr euch das also im Auto dann anhören mögt, ohne Video, dann funktioniert das auch dort. Also ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass das was geworden ist. Die Runde war echt schön. Ein Teil fehlt noch, der ist jetzt gerade im Schnitt, das macht Michael. Und ja, je nachdem, wenn euch das auch gefällt, auch da könnten wir mal weitere Runden anbieten. Schauen wir mal, was das so wird. Müsst ihr nur laut schreien. Ja, ansonsten freue ich mich auch, dass ich mittlerweile meine erste Verlosung anbieten konnte. Ich finde das immer ganz schön, wenn ich euch so ein bisschen was zurückgeben kann. Klar, also ich bin nicht wirklich angewiesen auf Abonnenten, aber ich freue mich natürlich, dass ich viele Abonnenten bekomme. Das ist nichts, wovon ich jetzt leben kann. Ganz, ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt, müsste ich jetzt mal auf auf der Seite von Google mal schauen. Ich glaube, ich habe jetzt in diesem Jahr habe ich 60 Euro verdient. Also das ist nichts, wovon man leben kann, aber das ist halt ein ganz netter Nebeneffekt. Alternativ habe ich auch noch ein Spendenbeutelchen eingerichtet. Da haben auch die ersten zwei Leute schon Sachen reingeworfen. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Ich bin da aber auch nicht darauf angewiesen. Also ich freue mich immer, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Aber wenn ihr das nicht machen wollt, auch gar kein Problem. Zumindest freue ich mich, dass ich dann mit der Verlosung, mit den Büchern, die ich dann umsonst bekommen habe von Tanja, dass ich euch da ja ein bisschen was zurückgeben kann. Weil wenn ich selber dann von diesem Geld so ein Buch für, weiß ich nicht, 40 oder 50 Euro mir kaufen müsste und euch das dann zuschicke, das ist natürlich was, was ich mit diesen 60 Euro nicht realisieren kann. Ja, zumindest kann ich das nicht sehr regelmäßig machen. Dafür ist der Kanal dann noch zu klein. Da bin ich dann auf Spenden quasi angewiesen. Spenden dann von Tanja, beziehungsweise dann auch von euch, wenn ihr dann eben sowas machen möchtet. Ja, die Verlosung zum aktuellen Zeitpunkt läuft ja noch. Das heißt, ihr könntet denn noch, wenn ihr mitmachen mögt, einmal auf dem 600-500 Abonnenten-Special einmal reinschauen. Aber viel Zeit bleibt da nicht mehr und das werde ich dann im neuen Jahr auflösen. Ja, aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, wenn das viel Anklang findet, dann werde ich auch das im nächsten Jahr weiter fortsetzen. Das ist dann ja auch immer sehr abhängig davon, wie groß mein Kanal ist. Wenn ich mehr Abonnenten habe, mehr Viewzahlen, kann ich natürlich auch mehr auf andere Leute zugehen und sagen, hey, wie sieht's aus? Möchtest du mir nicht dein Produkt umsonst geben und ich kann das dann unter die Leute bringen? Das ist natürlich ein bisschen Werbung für die. Aber ja, ihr bekommt halt Dinge umsonst. Gut. Ja, das so ein bisschen zu mir. Ich wollte einfach nur Danke sagen, dass ihr mich und uns unterstützt. Also nicht nur mich als Spielleiter, sondern auch die Spieler, dass ihr mitfiebert. Und ja, ich möchte noch ein paar andere Systeme anbieten im nächsten Jahr. Ich hoffe, da könntet ihr euch auch für erwärmen. Wenn es dann um so Sachen geht wie Warhammer 40k, mehr Splittermond und ja, was habe ich mir noch überlegt? Ein paar Indie-Systeme würde ich gerne nochmal testen, ein paar weitere One-Shots zu anderen Systemen, einfach mal um eine ganze Menge mehr Systeme zu testen, vielleicht auch zu erklären. Das habe ich jetzt ja auch gemacht mit Game of Thrones, da haben wir eine Runde gespielt, einfach mal um uns das System anzusehen und ja, um so ein Haus auszuwürfeln. Aber ja, wie gesagt, wenn euch sowas interessiert, gerne mehr Feedback, mehr Kommentare oder mehr Nachrichten privater Natur. Wenn ihr irgendwelche Tutorials sehen wollt, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann schreibt mich gerne an. Ich reagiere ja meistens auf die Kommentare, wenn man darauf reagieren kann. Und ja, ich bin damit raus. Ich verabschiede mich. Herzlichen Dank für das Jahr 2017. Ihr seid klasse.